Hallo Bucky Army! Ich bin Bucky, der beste Hund in Minecraft! Herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer! Doch bevor es losgeht, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke! Ja, meine Freunde, ein neuer Tag und ein neues Abenteuer mit meinem Vater Bello! Hallo Bello! Na hallo, mein kleiner Wauzi! Bist du bereit für die heutige Herausforderung? Oh ja, ich bin richtig gespannt, was wir heute machen werden. Also, da Denken ja noch nie so deine Stärke war. Ja. Das hast du von deiner Mutter. Oh. Ich bin ja schließlich ein Superdetektiv. Ja. Habe ich mir gedacht, ich habe mal ein paar Rätsel für dich. Oh, ein paar, Gott. Zahlenrätsel, nenne ich die mal. Oh nee, Mini. Ich war noch nie so gut in Mathe. Hey Leute, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr gut in Mathe? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ach, keine Angst, du musst nicht rechnen. Du musst bloß logisch denken. Okay, ich werde mein Bestes geben. Also, in jedem Raum versteckt sich ein Rätsel. Ja. Da musst du eine Zahlenreihe rausfinden und dann in dieses Papier schreiben, auf dieses Papier schreiben. Ja. Dieses Papier dann hier reinstecken. Und dann öffnet sich schon die Tür zum nächsten Raum. Okay. Hast du das verstanden? Ja, ich hoffe mal. Sehr gut, das hast du von mir. Hehe, das schnelle Verstehen, weißt du? Okay, ha. Cool. So. Okay. Also, ich denke, wenn du den Zettel schon nimmst, dann wirst du schon den ersten Code haben. Damit kannst du Raum 1 öffnen. Nein, es steht nur Papier. Ist denn der erste Code zur ersten Tür? Papier? Also... Der Code ist... Hast du deinen Text ausgestellt, oder was? Nein! Das steht in der Ecke. Doch mal hier drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und jetzt hier unten rein, richtig? Genau, hier rein, in diesen Trichter. Dann schauen wir mal. Yeah! Wir haben die erste Tür geknackt. Sehr, okay. Sehr gut. Okay, schauen wir mal. Okay. Kann man sich... okay. Achso, Moment. 1 und 9. Okay. Und wenn ich mich hier drauf stelle, gehen immer irgendwelche... Plätzchen hoch. Okay, Moment, das ist hier die 1. Was ist dann das nächste? Nee. Nee. Ach du liebes bisschen. Könnten wir das mal rauskriegen? Also ich denke, hier hinten wird es losgehen mit der 9, weil das ist hier die erste Platte ist. Und dann haben wir... Das. Moment, hier ist die 1. Dann wäre hier die 2. Dann wäre hier die 3. Ich denke, ja. Erste Platte ist die Zahl 9. Die zweite Platte ist die Zahl 3. Lieber Vater, wärst du so lieb und könntest die Zahlen aufschreiben, die ich dir ansage? Das wäre echt lieb von dir. Ja, kann ich machen. Na klar, ich hol mal den Zettel und geh schon mal vor. Ah, das ist ganz, ganz mir einfach von an. Alles klar, sag, wenn du bereit bist und einen Zettel hast. Habe ich. Alles klar, also, die 9. Die 9 ist die erste Zahl, sicher? Genau, bin ich mir hundertprozentig, ja, sicher, ich denke... Mach mal weiter. Mach okay. Mal weiter. Dann nehme ich die 3. Dann nehme ich die 5. Okay, na, ob das gut ausgeht, kleiner Wauzi. Ich weiß es nicht, Vater, aber ich bin guter Dinge. Und das ist dann, wenn ich richtig sehe, ist das die 1. Und dann als letztes 9, 8, 7, das müsste die 6 sein. Wir kaufen eine 6. Eine 6.
Also 93516. Ja, das müsste da kurz sein. Oh Mann, Leute, ich bin so gespannt. Willst du den Zettel reinwerfen? Ja, bitte. Okay, Leute, jetzt drückt mir die Daumen. Jawohl, wir haben es geschafft, ja, Leute. Ja, ja. Was liegt hier für ein Zettel? 1, 2, 3, 4, 5, okay. Huh. Oh, der Raum ist aber klein. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal stolz sein kann auf dich, aber sehr gut gemacht. Danke, Papa, das ist das Liebste, was du je in deinem Leben zu mir gesagt hast. Ich hab dich so lieb. Lass uns weitermachen. Okay, ich guck erstmal in die Kiste. Da ist ein Buch. Und was steht in dem Buch? Zu schnell und wieder zu. Moment, wie wird das hier gemacht? Hä? Moment. Hä? Hinten geht doch irgendwas auf. Aber. Bin ich viel zu langsam dafür? Ach du liebes bisschen. Warte, ich mach die Kiste mal auf. Ah, das wäre ganz cool. Oh, kannst du bitte nochmal? Jetzt habe ich hier irgendwie eine leere Kiste. Bin nicht sicher. Leere. Ach, hier oben steht's. 39664. Okay, das werden wir gleich mal ausprobieren, Leute. 39664. Oh Gott, bin so aufgeregt. Moment. Was ist jetzt hier? 39664. Oh Gott, Leute, denkt ihr, dass es richtig sein wird? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Huh, 39664 und los! Es wird überprüft. Oh ja, wir haben Raum 3 freigeschaltet! Oh, sehr gut, sehr gut. Ein richtig schlauer. Dankeschön. Ein richtig schlauer. Danke. Wie sein Vater. Was ist denn hier? Das war alles einsammeln. Flup. Okay, was haben wir hier? Irgendwelche Bilder von den Sachen, die ich gerade eingesammelt habe. Und eine Kiste. Benutze dies, um dich daran zu erinnern. Okay. Und einen Button. Passiert. Oh, wenn wir ihn drücken, dann löscht es unseren Inventar. Dann verschwinden die Sachen. Ja, okay. Dann denke ich, sammle hier nochmal alles ein. Vielleicht müssen wir das in der Reihenfolge in die Kiste tun, in der das hier durch die Bilder vorgegeben ist. Wir probieren es einfach mal. Also rot. Und dieses grüne. Und ein hellblau haben wir auch. Dann gelb haben wir auch. Und als letztes, was ist das? Lila habe ich gar nicht. Aber da hinten sehe ich's. Huh. Leute, wir haben Lila eingesammelt. Nein, Vater, was ist mit dir los? Ich gebe dir die Sachen, die ich eingesammelt habe. Ah, das ist ja ganz lieb von dir. Okay, Lila. Joa, müssten wir eigentlich haben. Können da noch mal ganz kurz nachchecken. Okay, rot, grün, dann kommt hellblau, ja, das stimmt auch. Gelb und lila, gelb und lila, genau, das müsste passen. Okay, und ist jetzt hier irgendwo eine Zahl? Nein. Ich sehe keine Zahl. Wo könnte denn der Code sein, Leute? Habt ihr vielleicht eine Idee? Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Und hier das Zeug, das kommt auch immer wieder. Was könnten wir denn hier? Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, Vater? Hast du eine Idee? Du bist doch der Rätselmeister. Mhm. Also, ist dir aufgefallen, dass immer eine unterschiedliche Anzahl von diesen Dingen auftaucht? Ja, stimmt. Das, ja, ja, du hast recht. Das sage ich nicht. Eine unterschiedliche Anzahl. Eine unterschiedliche Anzahl. Oh Mann, ich bin so schlecht mit Zahlen. Leute,
Habt ihr irgendeine Idee? Ich bin schon wieder echt lost. Oh Mann. Aber Moment, wir haben doch in der richtigen Reihenfolge die ganzen Sachen hier in die Kiste getan. Und genau, ja, das müsste die 98534 sein. Genauso in der richtigen Reihenfolge mit der richtigen Zahl jeweils, wie es hier in der Kiste ist. 98534, okay, das müssen wir uns jetzt merken. 98534. Oh, 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 oh. 98534. Wow. Lass mich dich benutzen. Okay, Leute, dann probieren wir es mal. 9, 8, 5, 3 und die 4. Schauen wir mal. Und tun das hier rein. Das. Checking, ja. Jawohl, wir haben Raum 4 freigeschaltet. Yeah, 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 Raum 4. Yeah. Richtig cool, was hier abgeht. Du bist sehr schlau geworden, mein kleiner Wauzi. Ah, danke schön, Papa. Das hätte ich nicht gedacht. Oh Mann. Weißt du noch? Was denn? Weißt du noch, wie du mal einen ganzen Sommer lang deinen eigenen Schwanz gejagt hast und im Kreis gerannt bist? Ach, Papa, doch nicht vor den Leuten. Das war vielleicht peinlich. Oh Mann, ja. Umso erstaunlicher ist es jetzt, dass du schon im vierten Raum bist. Oh. Ja, vor allem, weil ich mir da auch immer sehr schwindelig war danach. Naja. Da war ich halt noch jung und ein kleiner, süßer Welpe. Aber hey, nicht ablenken lassen, weiter geht es. Okay, das sind, Moment, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, das nehmen wir doch einfach mal mit. 64 solche Dinger, wir probieren es einfach. Oh, oh, okay, ich habe sie verloren, schade. Und wenn ich jetzt aber hier die 2, 3, 4, 5, Moment. Zwei, drei, vier, fünf. Nee, Moment. Nee, nee, das, die Zahl ist zu kurz. Wir müssen noch mal kurz nachschauen. Zwei, drei, null, vier, fünf. Okay, die Null haben wir vergessen. Probieren wir es nochmal. Zwei, drei, null, vier, fünf. Hey, zwei, drei, null, vier, fünf. Nein, stopp, wir brauchen zuerst jetzt Papier. Und probieren wir es nochmal. 2, 3, 0, 4, 5. Okay, dann rein damit. Und, die Spannung steigt. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Das dauert irgendwie ein bisschen lange. Haben wir uns verschrieben? Oh, nein, der Code ist falsch. Habe ich mich etwa verschrieben? Moment mal, Leute, hier oben ist auch noch ein Schalter. Wofür ist denn der? Okay, da gibt mir genau ein Blatt. Ja, ja, okay. Vielleicht funktioniert es dann. Jetzt haben wir den Schalter. Nein. Was machen wir mit der Lava? Ja gut, wir könnten vielleicht so ein Blatt in die Lava werfen. Oh, jetzt kommen gar keine Blätter mehr raus. Ah, jetzt! Okay, werfen wir erstmal in die Lava. Ist die jetzt irgendwo im Gang gekommen, die Lava? Das Papier? 2, 3, 0, 4, 5? Nein. Warte, warte. Ja, ja. Versuch das mal. Okay. Es wurde ja immer gelöscht. Ich hab das Stück Papier immer vor mich hergeworfen. Ah, du bist ein Fuchs. Das? Checking. Ist das überprüft? Das dauert, glaube ich, auch wieder lange. Nein, ich glaube, wir sind noch nicht auf dem richtigen Weg. Moment mal, der Raum heißt Tod. Tod, aber ich will eigentlich gar nicht sterben. Muss ich hier in der Lava sterben? Au! Ah! Papa, nein! Au! Nein, wie früher, dass du mich immer in die Lava geschubst hast. Oh, das war nicht so schön. Au! Au! Ich bin schon wieder gestorben.
Oh nein! Warum muss ich immer sterben? Das ist ja nicht cool. Oh nein! Bist du denn? Ich starte hier immer vor dem Amboss und sterbe immer wieder. Stell dich doch nicht so an! Ich weiß gar nicht, was ich anders machen soll. Ich kann ja höchstens mal den Game Mode ändern. Nein, dafür bin ich viel zu langsam. Ah, Papa! Hilfe! Na, du weißt gar nicht, wie unangenehm es ist, seinen Sohn immer wieder sterben zu sehen. Du musst das Rätsel für mich lösen, damit wir weiterkommen. Du weißt es doch bestimmt. Oh nein! Ah nein, ja! Es hat funktioniert! Ja, Papa, du bist der Beste! Du hast mich gerettet! Oh Mann, war das ein Krampf! Oh Mann, ja, das glaube ich. Das war ganz schön komisch. Bin ich froh, dass das vorbei ist. Ah. Das habe ich leider gar nicht bedacht. Entschuldige bitte. War alles gut, Papa, alles gut. Okay, aber wir haben den Raum immer noch nicht vollständig. Ich glaube, wir brauchen das Wasser aber nochmal, oder? Ich werde bestimmt nochmal sterben müssen. Weil der Raum heißt ja tot. Probier jetzt nochmal das, denn ich habe noch eine Idee. Und zwar betätige ich jetzt den Schalter, nehme das Papier in die Hand und dann lasse ich mich verbrennen. Mal gucken, ob das funktioniert. Und ich falle. Jawohl! Das sieht doch gut aus. Okay, und jetzt tun wir das hier rein und mal gucken, ob es funktioniert. Und der Raum wird geöffnet! Boah, meine Güte. Das war ja richtig anstrengend und herausfordernd. Ja, ein sehr gutes Rätsel, als ich da wieder auf die Beine gestellt habe. Ich weiß nicht, Papa. Tat schon ganz schön weh. Ach, stell dich nicht so an, mein kleiner Wauzi. Okay. Alles klar, Leute. Raum 5. Schon wieder solche Dinger? Moment, 4, 9. Okay, die gucken wir diesmal gleich auf die Anzahl. So, was haben wir? Okay, hier liegt auch irgendwelcher Kram. Was ist ganz links? Das kann ich gar nicht so gut erkennen. Ich glaube, das ist grün. Danach kommt weiß. Ah ja, habe ich im Inventar, ja. Moment. Hä? Nein, das stimmt doch gar nicht. Und weg. Weißer Kram. Blau. Ne, Moment, wie komme ich da? So? Das ist das Richtige? Brauchst du Hilfe? Nein, grau, Moment, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das brauchen wir, glaube ich. Grau, genau. Grau. Und jetzt hier helles Lila. Das hier. Okay. Und dann was rundes Grünes. Rot und Grün. Okay. 92857 bin ich der Meinung. 92857. Okay, schauen wir mal, Leute. Drückt mir unbedingt die Daumen. Okay, nehmen wir das weg. 9, 2, 8, 5 und die 7. Okay. Rein. Ching. Okay. Oh nein, es dauert schon wieder so lange. Nein. Ich glaube, da hat irgendwas nicht funktioniert. Wir müssen es nochmal probieren. Dann war das wohl falsch. Okay, ich würde sagen, wir leeren erstmal unser Inventar, Leute. Dass wir hier keinen Mist machen. Und nicht durcheinander kommen. Okay, was brauchen wir zuerst? Dieses irgend so ein... Ah, ich sehe es gar nicht so richtig. Ist so dunkel. Ich glaube, es ist grün. Grün ist hier. Moment, jetzt habe ich 16. Warum habe ich 16? Das stimmt doch schon wieder nicht.
Oh Mann, hier liegt immer so ein Haufen Kram rum. Oh nein, Papa, was würdest du sagen, das ganz links? Ist das so, so was Grünes oder was ist das für eine Farbe? Bei mir ist es so dunkel, was? Ich sehe es gar nicht richtig. Es ist blau. Ja? Okay. Blau, ach, blau, deiner blau. Wauzi. Ist da hinten? Dunkles Blau. Probieren das. Moment. Hast du mir gerade was zugeworfen? Nein. Okay. Oh nein, warum ist hier schon wieder Quatsch drin, ne? Okay, blau. Dann brauchen wir weiß. Weiß, weiß, weiß haben wir, glaube ich, auch schon wieder mehrfach aufgehoben. Das ist nicht gut. Denn wir brauchen die korrekte Zahl. Und hier ist leider kein Weiß. Schade. Nein. Warum ist hier kein Weiß? Ich glaube, wir müssen erstmal Platz machen. Okay, und weg. Komm schon, Weiß. Zeig dich. Jawohl, Weiß. Zwei. Okay, zwei. Und dann brauchen wir Grau. Grau ist hier. Acht. Okay. Und dann brauchen wir dieses helle Pink. Dieses helle Pink ist da zu sehen. Jawohl. Okay. So, verlaufen. Da lang. Fünf. Und als letztes ein Grün. Und das habe ich auch schon im Inventar. Sehr schön. Ups. So. Also, 7, 2, 8, 5, 7. Probieren wir das mal aus, Leute. Jawohl. 7, 2, 8, 5, 7. 7, 2, 8, 5, 7. Und dann, wir brauchen ein Papier. Aber jetzt. Papier. Und 7, 2, 8, 5, 7. Okay, dann tun wir es mal unten rein. Und es wird überprüft. Und. Yay! Wir haben die ersten 5 Räume. Yay! Sehr gut, kleiner Wautz. Dankeschön, Papa. Aber weißt du, ich denke, wir sollten das für heute erstmal lassen. Das war beim wirklich, nächsten Mal machen wir mehr Räume. Es war wirklich sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Da hast du dir ja richtig krasse und heftige Rätsel ausgedacht. Tja, gekonnt ist eben gekonnt. Ha. Aber nicht so gut hat mir gefallen, wo ich andauernd sterben musste. Tja, dann musst du dich ein bisschen mehr anstrengen das nächste Mal. Dann stirbst du auch nicht. Ja, okay, da hast du wohl recht. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Alles klar, Leute. Wenn ihr diese Challenge auch so herausfordernd und heftig fandet wie ich, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.